Ja, hallo Freunde der eiskalten Nässe und willkommen zur Vorstellung von Chips Simulator 2024, das, wie manch andere Schiffssimulatoren, wesentlich mehr bieten soll und dazu noch Dezember 2024 erscheinen soll. Aber bevor wir gleich darauf eingehen und weswegen wahrscheinlich der Release noch gar nicht so feststeht, wie es hier auf Steam steht, kommen wir erst einmal zu den einzelnen Details. In Chips Simulator 2024 schlüpfen wir in die Rolle des Kapitäns und übernehmen die Kontrolle eines der vielen verfügbaren Schiffe. Wir führen verschiedene Aufgaben aus, planen die Routen und bewundern dabei die wunderbare Aussicht, während wir zwischen den größten europäischen Häfen navigieren. Dabei stehen uns eine Vielzahl von Schiffen zur Auswahl, von Frachtschiffen über Fähren bis hin zu Schifferbooten. Wir können uns um die Navigation, das Entladen von Waren, das Anlegen und sogar das Angeln auf den offenen Meer kümmern. Aber was sind eigentlich genau unsere Aufgaben? Dazu schreiben die Entwickler Folgendes: Planen Sie eine Route. Sie übernehmen die Verantwortung für das gesamte Schiff. Es liegt an Ihnen, welche Route Sie zu Ihrem Ziel nehmen. Also denken Sie an die entsprechende Treibstoffversorgung, deren Fehlen das Ende der Reise bedeuten könnten. Berücksichtigen Sie die Wetterbedingungen. Verschiedenste Missionen und Szenarien kommen noch hinzu. Es stehen viele verschiedene Missionen zur Auswahl, von Transport von Ressourcen in riesigen Schiffen bis hin zu Rettungsmissionen, in denen ihr eingeschlossene Einheiten mit eurem Eisbrecher helfen und sie dann ins sichere Gewässer führen müsst. Die Maschinenbedienung, die Ware entlädt sich nicht von selbst. Und das zeigt auch hier der Chips Simulator 2024, der ein immersiver Simulator sein möchte. Manchmal reicht es nicht aus, einem bestimmten Ort zu erreichen. Der Kunde kann von Ihnen verlangen, dass Sie das Rohmaterial oder die Container an den entsprechenden Stellen im Hafen entladen. Und wie gerade schon erwähnt, es ist halt ein immersiver Simulator. Selbst mit Werkzeugen müssen wir lernen umzugehen und mitunter auch unser Schiff reparieren oder dementsprechend warten. Und wir sind auch nicht allein hier. Wir haben natürlich eine mannstarke Crew hinter uns. Die gesamte Crew steht Ihnen zur Verfügung. Verwalten Sie es und erteilen Sie Befehle. Ihre Zusammenarbeit ist Ihr Schlüssel zum Sieg. Stellen Sie sich gemeinsam den verschiedensten Herausforderungen auf der See. Und das, meine Freunde, ist schon der Chips Simulator 2024. Der ist mir einfach mal hier bei Steam ins Auge gesprungen. Was mir aber auch noch ins Auge gesprungen ist, ist erst einmal zum einen, wir haben den Publisher mal wieder Playway SA hier dabei und wir haben schon ein Release-Datum für Dezember 2024. Diese zwei Dinge und das im Endeffekt die Beschreibung des Spiels, die bei Steam noch auf Englisch sind, deuten eher aber darauf hin, dass wir ja mit einem Release in 2025 zu rechnen haben. Besonders weil die Jungs und Mädels von Playway eigentlich immer wiederum Spiele entwickeln lassen, die in Hülle und Fülle für die nächsten 1, 2, 3 Jahre vorgesehen sind. Zumal muss man vielleicht auch hier und da ein bisschen aufpassen. Es handelt sich womöglicherweise um eine Art Mobile Game. Also da muss man auch immer so ein bisschen gucken, auch wenn die Videos und Bilder hier ein bisschen was anderes verlauten lassen. Aber es soll schon so ein bisschen mit der Bedienung wie bei einem Mobile Game daherkommen. Also sind wir auf alle Fälle gespannt. Ich wollte es ganz gerne trotz all dem mal hier angesprochen haben, denn im Gegensatz dazu, dass natürlich Playway trotz all dem Spiele erstmal vorstellt, die erst in den nächsten 2-3 Jahren kommen, bringen sie die Spiele auch irgendwann heraus. Und gerade ein schöner Schiffssimulator mit einem schönen Szenario oder schönen Missionen, wie zum Beispiel auch, dass wir andere Schiffe retten sollen, das klingt auf alle Fälle sehr vielversprechend. Da haben wir aktuell doch ziemlich große Mangelware. Freunde, das war's gewesen. Ich bin gespannt, wann dieses Spiel herauskommen soll und wer von euch selber gerne hinter Steuer des Kapitäns hier bei Chips Simulator 2024 greifen möchte. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.